Herzlich willkommen zu einem Part von Projekt 100. Ja, lang ist her, aber heute wieder ein neuer Part von hier, der Projektfarm am Stissel. Viele wissen, ich hatte eine Woche Urlaub und gefühlt eine Woche Internetprobleme. Es war einfach unfassbar Horror, aber jetzt sind wir wieder am Start hier mit Projekt 100. Und ich kann euch sagen, dass fast kein Teil dieses Parts bei mir zu Hause aufgenommen wurde. Also überall wurde es aufgenommen, aber wirklich fast gar nichts zu Hause. Das ist echt... ich weiß auch nicht, ey. An allen möglichen Ecken und Stellen habe ich hier diesen Part hier aufgenommen. Also so viele Aufnahmen, verschiedene Aufnahmen hatte ich noch nie für einen Part. Okay, aber so viel dazu. Jetzt kommen wir zum Inhalt des Partes. Ihr seht schon, Relaxing Hasen Derby ist ein Teil des Partes, der andere Teil. Wir werden richtig, richtig viele Büsche und Bäume ernten, um Geld zu kriegen, XP zu kriegen und um unseren Zyklus so ein bisschen zu reanimieren. Das heißt, der Zyklus der Farm ist auch mal wichtig, weil wenn die Bäume und Büsche gleich wachsen und gleich am Wachsen sind, kann man ein bisschen besser planen. Deswegen habe ich das auch ein bisschen gemacht. Die Äpfelbäume sind unberührt geblieben. Die Kirschbäume auch. Die haben wir im letzten Part schon geerntet. Ich wollte jetzt erstmal so lassen auf der Belebenphase. Ich finde das eigentlich ganz praktisch, weil wenn irgendwann mal eine Farm beleben braucht, dann kann ich die einfach ernten und so. Kakaobäume habe ich gekillt. Und genauso wie die ganzen Brombeerbüsche hier. Ihr wisst, die habe ich extra da gelassen für Beleben, aber ich habe mir dann gedacht, komm, scheiß drauf, wenn ich mal viele extra habe und ich hatte noch nicht mal genug, dann hack ich die einfach mal kaputt. Und ich dachte mir für diesen Part, komm, machen wir einfach. Kakaobäume leben hier noch, aber wir werden die noch mehr ernten, genauso wie die Brombeeren, die werden wir gefühlt auch noch dreimal ernten. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel, aber die werden wir noch oft ernten hier in diesem Part. richtig cool eigentlich. Ja, wegen dem Zyklus, das ist immer wichtig, habt das im Auge. Wann ist ein Busch zum Beleben, wann ist er zum Töten? Das ist wichtig, um eure Scheune im Blick zu haben, das ist wichtig zum Plan, um anderen Leuten beim Derby zu helfen, um euren eigenen Farm beim Derby zu helfen und natürlich um Geld zu verdienen, auch wichtig, weil wenn ihr die Events im Auge habt, den Zyklus im Auge habt, dann könnt ihr viel besser damit umgehen und auch mehr besser Geld managen. Ja, ich habe hier sehr viele Weizenaufgaben gemacht, ich habe hier das komplette Relaxing Derby gespielt, 6 Aufgaben habe ich nicht geschafft, leider. Heute Morgen die Aufgaben habe ich auch nicht mehr geschafft. Ja, während der Arbeit kann ich halt nicht spielen. So viel dazu. Außerdem werden wir heute Lucky Bonus spielen. Viele freuen sich immer, wenn ich Lucky Bonus spielen muss. Und ich möchte jetzt noch nicht zu viel spoilern, es wird gleich noch kommen hier im Video. Aber es war mal wieder eine Granate. Kommen wir gleich zu. Erweiterung haben wir heute nicht geschafft. Ich habe sehr wenig Weizen farmen können. Ich glaube, das ist doch der Part mit dem wenigsten Weizenfarm aller Zeiten. Wir sind Part 27, also also heute habe ich echt wenig Weizen gefarmt. Und hier seht ihr vielleicht ab und zu mal die Maus. Ich habe irgendwie ein bisschen meine OBS-Einstellung gespielt, während ich Internetprobleme hatte. Und dann habe ich irgendwie vergessen, die auszublenden. Also ignoriert das einfach. Sollte auch sowieso kaum einem aufgefallen sein, wenn man die überhaupt sieht bei dieser Geschwindigkeit. Ich finde diese Aufgaben eigentlich ziemlich einfach. Na gut, es ist halt ein Relaxing Derby. Ist jetzt auch nicht so schwer, ist auch nicht gedacht, dass es schwer ist, ich weiß. Ich finde es auch gut, dass es mal so ein Derby gibt, wo alle mal ein bisschen chillen können. Viele setzen ja dann aus, um mal ein bisschen chillen zu können, aber ich finde so ein einfaches Derby mal zu spielen gar nicht so schlecht. Bin mal gespannt, ob es eine Rangliste gibt oder nicht. Eigentlich ist das Relaxing Derby ja dazu gedacht, ohne Ranking, also dass man nicht gegen die anderen spielt. Wobei ich nicht glauben kann, dass es in der Champions League so einfach geht, weil wie will man dann einfach eine Woche aussetzen wegen der globalen Rangliste und so weiter. Deswegen weiß ich nicht so ganz, aber ich denke mal, dass es trotzdem zur Rangliste zählen wird. Wir haben einfach mal die 6. Aufgabe täglich als optional festgelegt in der ersten. Hier in der Projekt GM gleiche Regeln wie immer. Für alle, die da drin sind, die kennen die Regeln. Und ansonsten einfach ganz easy Derby gespielt. War ganz angenehm. Also falls ihr mal Bock habt, in die Projektgemeinschaft zu kommen. Ist für alle offen. Auch wenn ihr nicht Projekt 100 spielt, könnt ihr einfach reinkommen, wenn Platz ist. Wenn Platz ist, einfach anfragen. Noch nicht mal Mindestlevel gefordert. Das heißt, sobald ihr das Gemeinschaftshaus freigeschaltet habt, könnt ihr in der Gemeinschaft gehen, könnt ihr vorbeischauen. Ihr seid alle natürlich herzlich willkommen. Solltet natürlich aktiv sein und mindestens 1200 Punkte im Derby schaffen. Das ist so die Mindestanforderung. Aktiv sein ist aber noch wichtiger als Derby. Okay, Derby-Punkte sind schon wichtig. Also wenn ihr die schafft, werdet ihr gekickt. Aber aktiv sein sollte auch wichtig sein. Und hier enden wir nochmal die Brombeerbüsche. Ich habe natürlich da oben so einen Außenseiterbaum. Busch. Das liegt daran, dass ich... Dass ich einmal einen Busch belebt habe. Aber dann auch nur einen eingesammelt habe und dann irgendwie vergessen habe. Keine Ahnung, was das war. Das ist irgendwie richtig strange. Aber den kriegen wir wieder in den Zyklus rein. Obwohl, ein Baum, ein Busch wird jetzt auch nicht so alles kaputt machen. Das ist eigentlich auch Latte. Eine Axt habe ich immer und ja, wenn es jetzt ein Beleben ist, ist auch egal. Deswegen, das ist nicht so wichtig. Ob jetzt 39 Büsche sind oder 40, das macht nicht so einen großen Unterschied.
Wichtig ist, dass man mindestens 30 hat, weil ihr wisst ja, eine 320er Beleben braucht 32. Je nach bei Power Derby 18 bis 16, glaube ich, weiß gar nicht mehr genau. Oder 30 Beleben? Schwankt irgendwie, es ist doch oft geschwankt durch die Updates auch. Was ist jetzt 30 oder 32? Bin ich komplett durcheinander. Ich sag mal 30. 30 Beleben. In der Hoffnung, dass ihr mich korrigiert in den Kommentaren. Bin mal gespannt. Und hier wechseln wir aufs Handy. Oh yeah. Hier kommt aber auch noch ein Hinterkühlbonus. Das heißt, nach der Handy-Play-Dings kommt. PlayStation kommt. Lucky Bonus. Habe ich das nicht rausgeschnitten, da gerade den Ladebalken? Ein vergessen, Mist. Normalerweise schneide ich immer den Ladebalken raus, aber das habe ich einen vergessen. Scheiße. Einer ist übrig geblieben. Oh, schon wieder einer. Mist. Zwei sind übrig. Oh, drei sind übrig geblieben. Oha. Jetzt habe ich auch komplett reingefällt beim Schneiden. Aber diese kurzen Ladebalken dann rauszufiltern beim Schneiden, ist echt schwer. Aber drei Ladebalken haben es jetzt mal ins Video geschafft. Mann, man sollte sie echt mal zählen pro Video. Eigentlich ist nie einer da, aber das mal haben es drei geschafft. Muss wieder besser werden. Robin. Training. Ja, hier im Angelbereich, für alle, die es noch nicht gemerkt haben, mache ich im Moment immer noch keinen Hummer. Habe irgendwie noch keine Verwendung für den, deswegen chillt er da erstmal seine Base. Und ich mache auch nicht mehr, weil sonst wäre nur meine Scheune unnötig belastet, um Hummerschwänze zu verkaufen. Möchte ich nicht. Meine erste Farm brauche ich nicht, weil ich habe ja eine extra eine Gelee-Bohnen-Hummer-Farm dafür, die Hummer auch macht. Von daher alles easy, dass ich den einen Hummer und den einen in der Hummerfalle einfach chillen. Das passt dann eigentlich ganz gut. Passt mir auch ganz gut in den Kragen. Stört nicht. Und ja, ist auch nicht zwingend, den einzusammeln. Also wir haben heute auch echt gut Geld gesammelt, echt gut XP gefarmt. Ich weiß gar nicht genau, bei wie viel Geld wir gelandet sind. Wir haben bei 150.000 angefangen, oder? Ich habe es gar nicht genau hingeguckt. XP waren wir bei 50.000, das weiß ich. Da sind wir auch kurz vorm Level Up. Und diese Woche ist dreifach XP-Event. Werde ich alle drei Tage spielen. Montag, Dienstag, Mittwoch. Dienstag kommt der nächste Stream. Mittwoch kommt auch ein Stream. Dienstag 20 Uhr, Mittwoch circa 4:30 oder 5. Werden wir das dreifache XP-Event spielen. Und mit der Projektfarm, die wird nicht im Stream sein, aber ich werde auf jeden Fall mit der XP-Aufgaben machen. Und hier war doppelt Geld-Event, da habe ich gar nicht so viel abgesahnt. Fand ich ein bisschen schade, aber ich. Ja, ihr wisst, meine Internetprobleme, meine. Wegen Urlaub. Und da kommt Lucky Bonus! Freut euch drauf! Ich will, glaube ich, gar nicht kommentieren, ey. Ah, erste Runde geschafft, zweite Runde. Nein! Ah! Hilfe! Und dritte Runde, ich war so gierig, ich hätte aufhören sollen. Ah! Nein! Ich hasse Lucky Bonus. Ich hab's extra noch langsam gemacht. Ich hasse es einfach. Oh no. Ich hätte sterben können ohne Scheiß, ey. Ich bin so ein Pechpilz. Ich hätte aufhören sollen, hatte zwei. Warum war ich so gierig? Oh, ich dachte mir drei Bomben, ey. Die können doch nicht. Dann, oh. Nein. Please rettet mich. Und es kommt noch ein Video mit der ersten Farm. Freut euch schon mal drauf. Nein. Oh, herrlich. Na, Lucky Bonus bringt mich einfach immer um. Ich hasse es. Aber abgesehen davon, es waren, ihr habt die Belohnung gesehen, es waren wirklich nicht so gute Belohnungen dabei. Die grünen Gutscheine und den lila Gutschein hätte ich gebraucht, aber, also es ist nicht so schlimm, dass ich verkackt habe, aber es ist mal wieder fürs Meme und für die Galerie. Ich habe schon wieder Lucky Bonus verkackt. Und selbst wenn ich wollte, ich hätte niemals 30 Diamanten bei der Projektform ausgegeben. Niemals. Also falls ihr ohne kaufen Spiel, also ohne Echtgeld auszugeben für Spiel, dann investiert niemals Diamanten für Lucky Bonus. Niemals. Hört einfach nach der zweiten Runde auf. Also zwei Runden müsst ihr mindestens schaffen, sonst lohnt sich Lucky Bonus überhaupt nicht. Je nachdem, was ihr habt. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr unbedingt braucht, dann hört auf. Wenn ihr es bekommen habt, hört einfach auf. Ist egal, was danach noch kommt, hört einfach auf. Weil, ihr seht's an mir, ich verkack einfach immer bei diesem Scheißspiel. Immer. Ich habe noch nicht einmal gewonnen, ohne Diamanten auszugeben. Aber bei der ersten Farm schaffen wir es. Ich verspreche es euch. Wir schaffen es, ohne Diamanten auszugeben. Lucky Bonus. Ja. Ich versuche es auch nicht in den Titel zu packen. Ich weiß noch nicht genau, wie der Titel heißt, aber ja, hier schon wieder Brombeer ernten. Und jetzt habe ich alle wieder auf Standard. Also alle Kakaobäume auf 1, Brombeeren auf 1, Apfelbäume auf Beleben, Himbeerbüsche auf Beleben und auf Abhacken, Kirschbäume auf Beleben. Und das ist ein guter Zyklus. Honigbüsche sind auch auf Beleben. Das ist aber egal bei denen, da werde ich einfach sammeln. Deswegen, guter Zyklus ist hier drin. Und ja. Müsste das Video eigentlich das Circle of Life nennen. Das wird eigentlich voll passen, ey. Ja, aber das ist wirklich wichtig. Ja, das war's auch schon wieder vom Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Freitag ist der nächste Projekt in 100, nächste Projekt in 100 Part. Mit dreifach XP-LKW. Falls es nicht klappen sollte, spätestens Montag der Part. Aber Freitag will ich schaffen. Deswegen,
Freitag dreifach XP, wir werden auf jeden Fall ein Level up. Ob wir zwei schaffen, weiß ich nicht. Aber mindestens eins. Okay, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, hier seht ihr jetzt nochmal meine Hasenaufgaben. Lasst einen Daumen hoch da und ein Abo, würde mich freuen. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ciao.